Guten Tag und herzlich willkommen bei Jung und Alt spielt, einem Kanal des Spielecafés der Generationen. Heute wollen wir uns mal beschäftigen mit dem Thema Romy und seinen Varianten. Vielleicht ist für den einen oder anderen dann doch noch was Neues dabei, was ich zu erzählen habe. Also bis gleich. In vielen Familien dürfte das normale Kartenspiel Romy bekannt sein. Und das ist eben auch was, wo ich bei älteren Leuten einfach anknüpfen kann. Wenn die das kennen, man kann es einfach mal wieder hervorholen und mit ihnen eine Runde spielen, haben alle Spaß dabei. Denkt auch dran, die nächste Generation, die kommt, dass die das vielleicht auch mal lernen könnte. Denn für mich gehört Romy einfach zur Grundausbildung des Spielens und wie schnell es ist, dass sowas vergessen wird, weiterzugeben. Also da muss ich mich an der eigenen Nase fassen. Meinen Kindern habe ich nicht Romy beigebracht bisher und Schach eigentlich bis auf einen, da habe ich das auch verpasst. Also denkt dran, solche Sachen einfach auch mal weiterzugeben als Familientradition. Ich erinnere mich an meine Kindheit. In meiner Kindheit musste ich oft mit meinen Eltern Romy spielen, so an einem Sonntagnachmittag. Und das war dann auch nicht immer ganz lustig, weil ich gerne mit meiner Mama zusammengespielt habe und mich verbündet mit ihr gegen meinen Vater. Und da kam es dann vor, wenn es ihm zu bunt wurde, dass er die Karten komplett auf den Tisch schmiss und gesagt hat, mit euch spiele ich nie wieder. Und nach einer Zigarettenpause kam er zurück und fragte, wer gibt. Also man sollte Spielen ja auch als Spaß verstehen und nicht ganz so ernst nehmen. Ja, das normale Romy-Kartenspiel, es hat 110 Karten und man kann im Handel auch bekommen extra Karten mit großen Zeichen. Also da tun sich Senioren dann auch noch leichter, aber das würde ich nie thematisieren, sondern einfach anbieten, weil wenn man sagt, das ist jetzt das Kartenspiel für Senioren, dann sagen die, nee, ich bin doch noch gar nicht alt, was willst du von mir? Also es ist immer die Frage, wie man es einfach verkauft. Und wenn ihr ein Kartenspiel habt, das ja schon ein bisschen länger im Schrank liegt oder halt sehr bespielt ist und die Karten so ein bisschen zusammenkleben, da habe ich einen schönen Tipp für euch. Denn ich habe in meiner Spielesammlung einen Zipbeutel immer liegen. Und weitere Zipbeutel habe ich zum Beispiel auch, wenn ich ins Schwimmbad fahre und dann tue ich dann ein Buch rein. Das ist dann auch vor Feuchtigkeit geschützt. Und in diesen Zipbeutel stecke ich jetzt einfach mal die Karten eines Kartenspiels rein und nehme Babypuder. Einfach ein bisschen Babypuder in die Tüte rein, schließe die Tüte und schüttel es ordentlich durch. Das Babypuder verteilt sich und danach sind die Karten wieder angenehm anzufassen und griffig. Und wenn ein bisschen Babypuder an den Fingern kleben bleibt, das ist ja nicht unangenehm, das ist ja nicht schlimm. Also ganz einfaches Mittel, Zipbeutel und Babypuder bringt die Karten wieder auf Vordermann. Und manchmal muss man sich einfach auch mal ein neues Spiel gönnen, wenn eins oft gespielt ist. Da macht es ja auch Sinn. Und gerade bei diesen normalen Kartenspielen, achtet bitte auf die Qualität. Das macht wirklich Sinn, wenn es eine bessere Qualität ist, vielleicht sogar mit Leinen. Das hält sich einfach viel länger, kann viel länger benutzt werden und vielleicht auch sogar weitervererbt. Also ich hatte auch Kartenspiele von meinen Eltern, die ich dann mal übernommen habe. Aber zunächst mal kurz zu den Grundregeln des Romys. Wir haben jetzt hier Kartenspiel praktisch doppelt, 4 Farben von 2 bis Ass. Dazu sind auch nochmal 6 Joker, macht insgesamt 110 Karten. Und jeder Spielende bekommt 13 Karten, da wird eine Karte offen ausgelegt. Und das Spielprinzip ist erstmal völlig simpel. Ich nehme eine Karte, entweder die offene vom Ablagestapel oder vom Talon oder vom Nachziehstapel. Und dann lege ich wieder eine Karte weg mit dem Ziel, zusammenhängende Reihen zu bilden. Das heißt, aufsteigende, absteigende Folgen oder gleiche Karten, die ich dann auslegen kann. Und um auslegen zu können, brauche ich mindestens 40 Punkte.
10 bis König macht 10 Punkte, Ass ist 11. Wenn ich es dann an die 2 anlege in die andere Richtung, ist es nur ein Punkt und die Zahlen gelten so, wie es draufsteht. Und wenn ich dann Folgen auslegen kann mit 40 Punkten, komme ich quasi raus, mache meine persönliche Auslage und kann dann, wenn andere ausgelegt haben, meine Karten anlegen. Und wenn ich es dann geschafft habe, eine Karte abzulegen und das ist meine letzte, habe ich jetzt diese kleine Runde gewonnen und jeder bekommt dann nochmal an Punkten aufgeschrieben, was er auf der Hand hatte. Also das ist nur noch mal eine kleine Erinnerung. Also wenn man noch mal genaue Regelerklärung haben will, da verweise ich einfach auf die vielen YouTube-Videos, die es da bereits gibt. Nur halt, wer es kennt und noch mal sich in Erinnerung ruft. Und es gibt verschiedene Hausregeln und Varianten. Es ist zum einen möglich, dass man klopft. Das heißt, ich möchte jetzt eine Karte vom Ablagestapel haben und bin jetzt gar nicht da an der Reihe. Und wenn der andere einverstanden ist, dann kann ich die Karte bekommen. Oder wir haben das früher so gespielt, dass man auch statt einer Karte den kompletten Ablagestapel nimmt. Also das ist eine Verzweiflungstat, wenn nur gar nichts mehr geht. Und da gibt es mehrere Varianten. Man muss einfach mal schauen, was einem Spaß macht und worauf man sich einfach einigt. Aber das ist ganz wichtig, wenn man Leute hat aus verschiedenen Familien, die spielen es eventuell anders, da muss man sich vorher mal einigen. Also das jetzt mal zu dem ganz normalen Rommelspiel. Und da gibt es Varianten in verschiedener Form. Das erste, was mir dazu eingefallen ist, ist Rummy Cup. Das Ganze ist jetzt dann nicht mit Spielkarten, sondern das ist mit Zahlen. Also ich sehe, ich habe hier einen ganzen Koffer und statt Karten habe ich dann Zahlenplättchen, die ich auf meinem Brett sortieren kann und kann dann eben auch schauen, habe ich Zahlenfolgen in einer Farbe oder mache ich Drillinge von der gleichen Zahl in unterschiedlichen Farben. Und es gibt dieses Rummy Cup in den verschiedensten Ausführungen. Ein Schwachpunkt sind dann immer die Stellfüße für die Bretter, also wie gut und stabil die sind. Das zweite, wie gut sind diese Steine zu greifen. Also auch da macht es Sinn, mal ein bisschen mehr auszugeben, denn Rummy Cup ist auch so ein Standardspiel, was man generationenübergreifend wunderbar spielen kann, eben weil viele Ältere das Rummy oder sogar das Rummy Cup schon kennen. Und da gibt es genauso, dass ich 40 Punkte haben muss zum Rauskommen und dann bei den anderen anlegen darf. Auch bei den Steinen gibt es ganz unterschiedliche Qualitäten. Die sind jetzt ein bisschen schmal, da gibt es auch noch dickere. Also es macht Sinn, auch da mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und die bessere Qualität zu kaufen. Hier kann ich sagen, wenn das irgendwann auch schmuddelig und abgegriffen ist, dann lege ich die einfach in Spülwasser, weiche die ein bisschen ein, schrubbe die ab, mache die mit dem Tuch wieder trocken und dann sind die wieder prima. Also da kann man sich wunderbar behelfen, sogar besser als mit Karten. Gut, also das ist Rummy Cup. Es gibt Rummy Cup sogar mit Buchstaben, das habe ich auch schon mal gespielt, das ist sehr interessant. Allerdings wird es da schon etwas kniffliger und am Tisch muss man sich wieder einig werden, was man wie schreibt oder welche Worte erlaubt sind. Und auch da gibt es wiederum Varianten. Es ist sowohl beim Rummy als auch bei Rummy Cup zum Beispiel kann man so spielen, dass man in der Auslage des anderen die Auslagen neu gruppiert und eigene Karten hinzufügt. Es muss nur wieder richtige Auslagen werden. Also das ist schon tüftlich und wer da geschickt ist, kann da eventuell ganz schnell Schluss machen. Also denkt mal dran, mal wieder herauszuholen. Sicher habt ihr irgendwie so ein Rummy Cup irgendwo auf dem Spieleboden. So, die gängigste und bekannteste Variante von Rummy ist Phase 10. Gibt es auch nochmal in einer Spezialausgabe. Das normale Phase 10 reicht aber vollkommen aus. Im Unterschied zum Rummy werden nun Aufgaben gestellt, die nach und nach abzuarbeiten sind. Und zwar habe ich hier 10 Phasen abzuarbeiten und da ist dann gesagt, es sind Drillinge gefragt, Karten einer Farbe, wie auch immer. Und da ist es so, wer am Ende der Runde Schluss macht, bekommt auch nur eine Phase weiter. Also der muss dann praktisch die nächste Phase abarbeiten. Betone ich gleich nochmal, warum das bei anderen vielleicht nicht so ist. Und man schreibt dann die übrig gebliebenen Karten auf
Und es ist eine etwas vereinfachte Form, also man muss jetzt nicht so riesig addieren. Es gibt Karten, die geben 5 Punkte, es gibt Karten, die geben 10 Punkte. Und auf dem Wertungsblatt, was man sich dann von der Anleitung kopieren kann, kann man dann abkreuzen, welche Phase man geschafft hat. Oder man nimmt einfach eine zweite Karte und legt sich das so hin, dass man nach und nach die Phasen da abgearbeitet hat. Ja, okay, es ist jetzt ein bisschen abwechslungsreicher als Romy. Aber Phase 10 kann sich ganz schön ziehen. Also oft ist mir Phase 10 schlichtweg einfach viel zu lang und wird mir irgendwie auch langweilig irgendwann. Und inzwischen hat das Level 8 abgelöst. Das spielt sich einfach ein bisschen flotter. Komme ich gleich drauf. Erstmal gibt es zu Phase 10 ein Brettspiel, was auch nochmal schöne Varianz beibringt. Leider ist es nicht mehr erhältlich und absolut gesucht. Also ich habe mal geguckt, da gab es es jetzt beim großen Fluss gebraucht für 200 Euro. Also es ist völlig hirnrissig, was da für Preise verlangt werden für gebrauchte Spiele. Also wenn man das mal irgendwo auf dem Flohmarkt oder gebraucht zu einem vernünftigen Preis sieht, dann kann man das gerne mal zugreifen. Es ist das gleiche Grundprinzip wie Phase 10, nur kommen jetzt noch Würfel dazu. Und die Würfel geben nur eine Möglichkeit, verschiedene Aktionen zu machen, gleich mehrere Karten zu nehmen oder auch eine Karte einfach vom Ablagestapel zu nehmen, als Joker zu verwenden. Also es ist eine sehr nette Variante, finde ich schon ansprechender als das reine Kartenspiel. Allerdings brauche ich da den kompletten Tisch und es kommt noch wieder was dazu. Also wenn ich jetzt mit Kindern und Älteren spiele, dann nehme ich das reine Kartenspiel und wenn ich sage, ich spiele öfter Phase 10, dann macht das absolut Sinn. Und ich weiß auch von einer Klinik für Psychiatrie, dass dort das vorhanden ist und dass die Jugendlichen das unheimlich gerne miteinander spielen. Also auch da leichter Einstieg. Phase 10 ist ja wirklich gleich erklärt. Und macht dann gerade mit Jugendlichen auch Spaß. So, und aber jetzt zuletzt zu dem erwähnten Level 8. Das ist jetzt auch nicht neu. Es gibt es aber in einer neuen Ausgabe bei Ravensburger, habe ich gesehen. Und ich weiß noch nicht, wie da die Kartenqualität ist. Hier die Kartenqualität ist relativ mau. Also ich habe damals, als ich das gekauft habe, habe ich dann Ravensburger geschrieben, sag mal, ist das euer Ernst? So dünne Karten. Die bleiben gebogen, wenn man sie mischt. Also wenn man so mischt wie ich, dann bleiben die hinterher gebogen. Und Ravensburger hat gesagt, ja, stimmt. Weiß nicht, ob sie jetzt deine späteren Auflagen da ein bisschen mehr gebracht haben. Auf der anderen Seite, das ist jetzt schon so oft gespielt und das ist eigentlich immer noch in Ordnung. Also die dünne Kartenqualität hat jetzt nicht so viel ausgemacht. Der Punkt ist jetzt, einmal, und das ist schon bei dem Brettspiel so, wenn ich Schluss gemacht habe mit meiner Phase, das heißt, ich habe ausgelegt, ich habe meine letzte Karte abgegeben, mache also Schluss, dann komme ich nicht eine Phase weiter, wie bei Phase 10, sondern ich komme zwei Phasen weiter. Und wie es hier schon heißt bei Level 8, hier habe ich nur 8 Phasen zu spielen. Ich habe hier die Phasen auf dieser Karte einmal mit 2 Sternen schwieriger, mit einem Stern einfacher. Und das ist ganz geschickt gelöst. Hier habe ich eine Karte, die ist aufgeschnitten mit einer Klinge und da schiebe ich dann praktisch meine aktuelle Phase rein und habe meine Aufgabe für diese Runde. Das verkürzt das Spiel ungemein und wir sind normalerweise mit einer Partie Level 8 in 20 bis 30 Minuten fertig. Also da kann man schon mal nochmal eine zweite spielen, wenn man will, aber es zieht sich einfach nicht so hin wie Phase 10, wo man dann schon mal eine Stunde dran sitzt und denkt, so, jetzt ist mal langsam, aber gut. Der zweite Unterschied ist, und das macht es wiederum etwas schwieriger, ist, dass es hier nicht nur 4 Farben gibt, sondern hier gibt es erheblich mehr Farben. Es sind mindestens, glaube ich, 6 oder 8 Farben. Und das macht jetzt die Aufgabe, Karten einer Farbe zu sammeln, etwas schwieriger. Finde ich aber jetzt nicht so tragisch. Es ist mir wieder aufgefallen, wenn man mal wieder Phase 10 rausholt, das sind ja weniger Farben. Also wenn ich da sage, ich brauche 5 Karten einer Farbe, habe ich das da viel schneller beieinander. Also Level 8 ist ein Spiel, was ich gerne mitnehme, auch mal in den Biergarten, was ich gerne spiele mit Leuten,
die eben sagen, auch nichts Schwieriges, nicht so lang, wir möchten nichts Neues lernen, wo man sagen kann, ihr kennt Romy, eine Karte ziehen, eine Karte ablegen, ist im Grunde ja nicht anders. Und dieses kleine Schächtelchen lässt sich also gut einfach mal mit aufreißen oder in den Biergarten mitnehmen. Gut, zu allerletzt, ich war heute in einem Drogerieladen und habe dann gesehen, dass es zu Phase 10 nochmal einen größeren Karton gibt. Und das heißt Phase 10 Strategy auf Englisch, ja. Ich habe mir das dann angeguckt, das ist also nicht Ravensburg, es ist von Parker und es ist nicht das gleiche wie dieses Spiel. Also es hat nicht diese weiteren Optionen und nach den Ablehnungen her hat mich das auch die Kartenqualität wieder nicht so überzeugt. Also man müsste es einfach mal anschauen, ob das was ist. Aber wie gesagt, wenn ich mit älteren Leuten spiele, bevorzugt eigentlich nur eher das reine Kartenspiel. Und fragt einfach mal, wer es kennt. Also es gibt tatsächlich Leute, die kennen Romy nicht, aber ich gehe davon aus, dass es sehr viele kennen und vielleicht sagen, ach ja, habe ich mal wieder Lust, wäre schön, lass uns mal spielen. Und dann kann man immer dann aufbauen und sagen, ich habe noch sowas Ähnliches, das macht aber mehr Spaß. Dann holt man mal was raus und kann mal ein bisschen Varianz reinbringen. Gut, das war jetzt soweit zum Thema Romy und Varianten. Sicher gibt es da noch mehr, aber das sind jetzt mal so die gängigen Sachen, von denen ich auch denke, das ist kein Fehler, sie mal anzuschaffen und im Haus zu haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen da und noch besser ein Abo. Ich bedanke mich auch für die lieben Zusprüche von der allerersten Folge 0. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass das auf so eine positive Resonanz gestoßen ist. Also deswegen mache ich gerne weiter mit neuen Themen. Es kommen weitere Interviews. Wir werden sehen. Herzlichen Dank. Und viele Grüße aus Bayern. Tschüss!